So, und damit kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaft Simulator 2019. Wir sehen, der ist scheiße, jeder nimmt bloß eine Reihe mit, obwohl er zwei nehmen könnte. Ist schon mistig, aber ich denke mal schon, dass wir im nächsten Part spätestens dann das fertig haben. Wir werden uns hier schon mal Gedanken machen, wenn wir Feld 18 haben wollen, wen das Feld 18 hört, wenn wir uns dann einschleimen müssen. Gibt es überhaupt eine Mission fürs Feld 18? Nein, gibt es im Moment. Wir können aber transportieren von Hafen nach Tankstelle. Ja, bringt uns gerade nichts, weil wir können nicht. Haben wir auch gerade sowieso nicht die passende Gabel dazu. Die Mission können wir auch jetzt gerade schlecht machen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wir werden den Anhänger hier lernen. Der ist nämlich noch voll von letzten Mal, wo die Aufnahme nicht geklappt hat. Mit 4000 auf dem Feld. Also, gar nicht. Vielleicht können wir, ja, wegfahren, bringt ja nichts. Wir müssen warten, bis das Feld hier fertig ist. So, was hatte ich denn eigentlich auf dem anderen Feld jetzt hier geladen? Gemacht. Wir haben hier Raps. Nee, Soja. Wir haben Soja. Genau, wir haben zum ersten Mal Soja eingepflanzt. Genau. Wir können ja mal was gucken, diesen Part. Das war Landschaftsbau. Und zwar Texturen. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich möchte gerne die Textur hier ändern. Hier, Bodentyp. Das würde ich aber auch noch ein bisschen enger machen, genau. Bodentyp ändern, Tab. Was nimmt man dazu? Geil wäre, wenn auch da stehen wird, was es ungefähr ist. Wir können hier Asphalt weiterführen. Ich wäre fast für dieses... hier so einen kleinen Weg haben. Ich finde das ist geil, dass man das so modifizieren kann. Ist schon, hat schon seine Vorteile. Klar sieht das vielleicht nie, das vernichtet meine Felder gleichzeitig mit. Wie teuer ist denn das? Ja, ein bisschen mehr als 10. Schade, dass das auch nie als geldmäßig dasteht, wie teuer es ist. So, haben wir nämlich unseren kleinen, ich sag jetzt mal, Feldweg hier lang. Das ist das, was mir gefällt, oder was ich machen wollte, zwischen zwei Feldern, so einen kleinen Feldweg lang. Weil wir dort hinten ja unsere Bäume haben. Und wenn die Bäume wachsen, weiß ich auch nicht, was dort hin soll. Kann ich das hier auch noch ändern? Können wir nämlich hier so lang unser Weg machen? Hier Richtung Straße so lang? Weil zwar vernichtet ist ja sowieso hier der Weg. Da haben wir einen, in Klammern, regulären Weg, den wir zum Dings haben. Zu unserem kleinen Waldstückchen. Gut,
Das sieht jetzt gerade nie so geil aus, aber naja. Und die Wiese brauchen wir eh nicht hier, deswegen. Passt das, glaube ich, doch schon alles. Ich weiß bloß nicht, ob der hier hochkommt, jedes Fahrzeug. So. Dann können wir mich noch hier runterbauen. Hier so schön entlang. Gut, das sieht jetzt nicht so geil aus, aber so an sich, glaube ich, passt das schon. Da waren wir heute mal wieder produktiv gewesen. Geil, ich war produktiv. So, da können wir nämlich mal gucken, fahren wir mal da drauf. Also, drauf fahren, wir können ja mal hinterfahren. Gucken wir uns mal den Weg an. Ob der, sonst müssen wir den irgendwann mal vergrößern hier noch. Gerade ist er nicht gerade der Weg. Das muss vergrößert werden hier. Das muss vergrößert werden hier. Bodentyp ändern. Auf unser... Ah, da war's doch. Das ist nicht das hier. So. Das ist immer noch, das ist ein enger Feldweg eben. Kleiner Schotterweg und hier haben wir jetzt so Platz, dass wir mal fahren können. Dafür ist der Fiat ja wieder gut. Für solche kleinen Fahrten hier. Dann können wir hier hinten, ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht Bäume hinpflanzen können, das würde mich mal interessieren. Dann müssen sie ja eigentlich auch schon die Baumstümpfe und sowas müssen wir ja auch noch entfernen. Und das ist natürlich auch ja noch eine Weile Arbeit. Das könnte man sich übernächsten Part machen, weil ich glaube diesen paar nächsten... Oh. Der ist noch mal voll. Das habe ich jetzt ganz ignoriert. Scheiße. Mir fällt gerade ein, ich wollte auch noch die Wohnung wischen, bevor meine Kleine kommt. Aber das muss ich doch jetzt mit einmal schaffen, ja. Ich hasse das. Ich hasse diese Mission. Ich hasse die Mission noch mehr als mein Erzfeind. Okay, mein ganzes Leben besteht aus Ernstfeinden. Aber das sind Geschichten, die können wir mal irgendwann mal anders bringen. So, nächsten Part, wie gesagt, sind wir hier verlieren, dann können wir endlich diese fucking Mission wegfahren. Und kommen auf 20.000. Ungefähr. Das würde mich freuen. Und könnte man, zum Beispiel, wenn Feld 8 ist zum Ernten, das kann man alles selber machen. Wir haben zwar nur einen kleinen Anhänger, und die Mission wird dann auch ewig dauern, aber... Die könnte man machen, ohne Mietkosten zu zahlen. Obwohl natürlich das so ein Hin und Her ist, will man dann lange unsere Hilfe fahren lassen, dann nimmt man sich die 100 Mietkosten auf sich. Oh, wir waren hier hinten stehen geblieben. Im Waldstückel. Können wir schon mal wieder den nächsten Baum, glaube ich, irgendwann mal... Ich weiß nicht, meine Fahrzeuge sind dafür viel zu schwach.
um sowas zu machen hier. Also die kompakten, ich weiß nicht, die können bis zu 50 fahren. Wir haben jetzt einen Valtra. Hier, haben wir nicht den hier? Nee. Wir haben den Valtra. Der kann 40 fahren. 40 und 110 PS. Und der teure ist 121 mit 154 PS. Immer noch relativ wenig. Aber was will man denn sonst? Also 170 PS könnte man sich auch hier holen. Da könnte man sich ein Mittel... Der kann auch nur 40 fahren. 125 PS, dafür kann er wieder 50 fahren. Und die Holländer, weil wir brauchen viel PS, weil wir müssen ja immer diesen Berg hoch fahren. Deswegen brauchen wir relativ viel PS. Hier mit 200 brauchen wir natürlich noch nicht anfangen. Ist auch nicht in unserer Preisklasse. Wir überlegen uns immer Fahrzeuge in der 100er Klasse. So 100.000. Sollten aber auch, glaube ich, sollten die Pflegebereifung oder nur... Ja, eigentlich können sie normal haben. Weil wir haben jetzt ein Fahrzeug mit Pflegebereifung und das reicht vollkommen zu. Erstmal. Deswegen brauchen wir nur ein Fahrzeug mit normalen. Und wenn wir den jetzt zum Beispiel holen mit 170 PS. Die könnte man sogar noch die Motorausführung ändern. Oh, 42.000. Aber der hat dann 255 PS. Gut, okay, ich habe gerade Standbild. Ich kann nichts machen. Der kostet dann 140.000. Hat aber 255 PS. Guck mal, allein eine Stufe weiter bin ich schon über 200 PS und bin bloß bei 120.000. Also reden wir mal von 100.000, die ich brauche für den 7200er Pro Series von Case. So. Das ist ein scheiß Waldsteck eigentlich, wenn man dann alles beräumen lassen. Okay, schwarz wie noch. Haben wir das Ziel erreicht. Bombe! Zu spät. Du kommst hier nicht weiter. So. Alles schön an dich drauflegen. Das haben wir letztes Mal, also habe ich letztes Mal gemerkt. Wir brauchen die großen Stücken, brauchen wir hier in der Mitte. Vor, sonst ist es scheiße. Wenn die ganzen kleinen Stücken irgendwie vorne in der Mitte liegen, dann ist es mies. So. Und meine Kleinen, die sind in einer Stunde da. Das freut mich. Also habe ich nicht mehr ganz viel Zeit. Ich wollte, wie gesagt, noch wohnen und wischen. Wie ich das natürlich anstelle, ist eine gute Frage. Kann natürlich auch machen, wenn sie da ist und dann einkaufen fahren. So, lange Stück habe ich gesagt. Hätte noch länger sein können. War ich aber gerade sofort. Oh, wir sind ja schon hier. Da. Komm her. Zum Glück habe ich auch schon was gegessen. Also ich bin, wie gesagt, aus dem Bett rausgeworfen worden. Oh, das ist auch richtig enge. Hätte, wie gesagt, noch ein Stück länger sein können. Wo wird jetzt zu lang sein? Nein, der geht auch noch. Am besten machen wir es jetzt immer so, dass wir mit den großen Stücken anfangen. Also mit den langen. Ich arbeite sowieso nie mit dem Kran. Der Kran ist mistig. Also wir können drei Bäume, kommen hier drauf verpflanzen. So rein theoretisch. Dann können wir nämlich noch einen fällen. Und nehmen nämlich oben die Äste mal mit oder legen die erstmal die Langstücke legen wir dann unten hin und dann haben wir nämlich so eine theoretische Grundlage, wo alles drauf kommt. Baum fällt.
So. Anscheinend gehört das nicht zum Baum. Na gut, der Baum ist auch hellgrün, dunkelgrün. Deswegen ist eigentlich logisch, wenn er nicht dazu, wenn er nicht abgeht. Das sind so die Bäumchen hier, die Büschchen. So, guck mal. Säge gerade stellen und dann nehmen wir hier so ein schönes Stückel. Ich hoffe mal, das reicht. Zum drauflegen. So für die Grundlage. So. Kann man hier nochmal so ein schönes großes Stückel nehmen. Das geht auch noch zu tragen. Sehr gut. Freut mich. Bloß ordentlich drauflegen, muss ich das nur noch können. So. Ja. Eigentlich ganz okay. Dann vorne hinten kommen wir uns so dann die kleinen Stücke hin. Klein. Ja, auch die kleinen. Die kleinen dicken Stücke. Oder sowas wie hier. Es kann noch, glaube ich, in die Mitte kommen. Sehr gut. Da kann man nämlich hier auch noch so ein Stückel abschneiden. Und das so ungefähr reinpasst. Die Größe sein müssen. Aber passt so einigermaßen. Dann kommen nämlich schon mal so ein paar kleine Stücke schon mal in die Mitte rein stoppen. Aber Leute, ich glaube mal, das war's für heute. Wir können... Klappt schon nicht. Also am besten sind mit den Graden, man misst hier aus, wie lang die Dinger sind. Und dann macht man die ungefähr so groß und dann geht das wunderbar. Ist das wunderbar. Aber so an sich ist Baumverarbeiten, das ist nicht rentabel. Warum ich das baue, ist es einfach bloß wirklich lange Zeit, Langeweile, Vergeltung. Was habe ich im Kopf? Langeweile zu minimieren. Kann man das so sagen? Ja, oder? Würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob mehr davon sehen wird oder auch nicht. Mit Hoffnung, dass natürlich die Aufnahme geklappt hat diesmal und nicht abgebrochen hat oder nicht aufgenommen hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensch Wort. Ciao, ciao.